Ich zeig das Video nicht meiner Frau. Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. In der Geschichte des Fahrrads gab es viele verschiedene Bremssysteme. Am Anfang war der starre Gang, also gar keine Bremse. Dann kam irgendwann die Stempelbremse, die Rücktrittbremse, Trommelbremse, Cantileverbremse, V-Brake. Und jetzt sind wir beim aktuellen Goldstandard für im Grunde fast alle Räder, der Scheibenbremse. Aber was kommt dann? Mehr Scheiben? Größerer Scheibendurchmesser? Eine kleine italienische Firma namens Blue Brake will die Antwort gefunden haben. Und diese Antwort gucken wir uns heute mal an. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass bei 59% aller Fahrradunfälle gebremst wird und 24% aller Fahrradunfälle durch das Bremsen selber hervorgerufen werden. Das liegt natürlich daran, weil solche Scheibenbremsen sehr, sehr gut bremsen. Beim normalen Fahrrad könnte dann das dazu führen, dass man beim starken Bremsen das Vorderrad blockiert und dann über den Lenker geht. Beim Lastenrad ist es so, dass das Vorderrad auch blockieren kann und dann das Vorderrad wegrutscht, das ganze Fahrrad wegrutschen kann und das zu ernsthaften Unfällen führen kann. Eine hohe Bremskraft ist aber wichtig, gerade bei Lastenrädern, Pedelecs und Speedpedelecs. Wie also diesen Zielkonflikt lösen? Bei Autos gibt es seit über 30 Jahren ABS, das Anti-Blockiersystem. Und Blue Brake hat das erste voll integrierbare ABS für Fahrräder, Pedelecs und Lastenräder entwickelt. Und heute ist Herwig Reuß von Blue Brake ins wunderschöne Lübeck gekommen, um uns das Teil mal zu zeigen und wird uns vielleicht so ein paar Fragen noch beantworten im Laufe dieses Videos. Aber zuallererst werden wir jetzt mal eine Runde durch die Stadt drehen und danach machen wir mal ein paar Tests, denn hier steht noch das Urban Arrow, das mit so einer ganz normalen Scheibenbremse ausgestattet ist. Und dieses Duce hat das ABS von Blue Brake. Mal sehen, was wir da heute erfahren werden. Erfahren. So, wir sind jetzt hier mit dem Duce unterwegs, das mit ABS ausgestattet ist. Herwig mit dem Urban Arrow ohne ABS, aber beide Räder haben Shimano Zweikolbenbremsen vorne. Also das Besondere an der Bremse ist, die hat jetzt ja nur vorne ABS. Warum nicht hinten? Naja, die meiste Bremskraft ist vorne und die gefährlichen Situationen entstehen, wenn du vorne bremst und wegrutschen würdest. Um die Sicherheit zu gewährleisten, die Kontrolle zu bekommen, ist es natürlich sinnvoll, dass du vorne das Vorderrad absolut unter Kontrolle hast. Die Gefahr, dass das Hinterrad angelupft wird, ist beim Lastenrad eher sehr gering. Ja. Ja, und auch gerade dann, wenn natürlich vorne das ABS einschlägt, dann wird hinten wahrscheinlich auch nicht so richtig was lupfen, ne? Das ist richtig. Beim normalen Fahrrad. Das ist richtig. Ja, jetzt beim Fahren merkt man natürlich überhaupt nicht, dass dieses Fahrrad mit irgendeinem besonderen System ausgestattet ist. Es fährt sich wie jedes andere Duce. Ja, und beim Bremsen, wenn man ganz normal bremst, so wie man das vom Lastenrad jetzt gewohnt ist, dann ist das normal. Also das Bremsgefühl ist gut. Das fühlt sich erstmal wie eine ganz normale Bremse an. Ist ja auch im Endeffekt eine ganz normale Bremse. Wir werden gleich mal zu einem Ort fahren, wo wir ein paar Tests machen werden und dann können wir uns noch mal um die technischen Details noch ein bisschen kümmern, wie das ganze System aufgebaut ist, welche Teile verbaut sind. Also ich habe jetzt schon beim Bremsen eben gerade an der Ampel gemerkt, dass der Hebel so ein bisschen pulsiert hat. Und jeder, der auch einen Führerschein hat und mal eine Gefahrenbremsung bei der Fahrschule machen musste, der weiß, wie sich das Bremspedal dann anfühlt. Und das ist erstaunlich ähnlich. Also so ein leichtes Pumpen. Bin mal gespannt, wie das gleich bei der richtigen Notbremsung aussieht. Aber es ist sehr angenehm, dass beim normalen Bremsen, also wenn man es absehen kann, wo man dann bremsen muss, dass dann überhaupt kein merkwürdiges Gefühl auftritt, sondern es wirklich so ist wie bei einer normalen Bremse. Aha. Welcome to the Volksfestplatz. Oh, yeah. Hier ist ja richtig was los. Ja, vom Fahren ist das ja nicht anders als bei einem normalen Fahrrad mit einer normalen Bremse, ne? Du spürst es nicht, das ist wie beim Auto, da setzt du dich heutzutage auch nicht mehr rein und sagst, hey, ist ja genau. Super, das ist ja ganz anders. Nein, ja. Sondern du brauchst es, wenn du es brauchst und wenn du es nicht brauchst, brauchst du es nicht. So, wir werden jetzt mal die ganze Technik beleuchten und wir haben uns hier beim Volksfestplatz ein bisschen zusammengefunden, Herwig und ich, und ihr seht hier eine richtig schöne karstige Fläche und da vorne werden wir dann gleich mal so ein bisschen das Bremsen üben. Aber zuerst wollen wir uns mal gucken, wie diese Blue Brake überhaupt aufgebaut ist, was für Teile wir da haben und wo das überhaupt versteckt werden kann. Von außen erkennst du am Fahrrad an und für sich nichts.
Der einzige Unterschied ist, wenn du die Scheibebremse hinten und vorne anschaust, hast du eine zweite kleine Scheibe. Diese kleine Scheibe sieht fast aus wie eine Bremsscheibe. Das ist aber keine Bremsscheibe, sondern das ist praktisch das Phonic Wheel, wie wir dazu sagen. Damit wird die ganze Leistung berechnet, die ganze Bremskraft berechnet. Sie geht dann rein zur Aktuator, so heißt das Gang, also die Elektronik, die das Ganze berechnet, den ganzen Druck wegnimmt oder verstärkt, je nachdem, wie du es brauchst, damit dein Vorderrad eben nicht blockiert. Mhm. Im Prinzip fast unsichtbar, wie beim Auto, wie beim Motorrad. Genau, also angenehm finde ich hier, dass es nicht groß aufträgt. Wir sehen hier noch einen zusätzlichen Stecker hier unten irgendwie, der bei der normalen Bremse nicht dabei ist, aber ansonsten sieht man hier vorne jetzt erstmal nichts oder kaum was. Wenn man es weiß, dann sieht man es. Und das ABS ist halt ein eindeutiger Indikator hier. So, Herwig, was liegt da vor uns? Das sind die Teile, die wir größtenteils nicht sehen. Das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe, das Phonic Wheel, der Sensorik. Und das ist das HMI, HMI. Das wirst du noch sehen. Im besten Fall immer grün leuchtend und nie gelb leuchtend, außer beim Start. Genau, Human Machine Interface von der Blue Brake direkt hier am Lenker, damit man mal sehen kann, ob das System aktiv ist und läuft. Und das andere ist dann praktisch, über die Bremse geht es weiter in den sogenannten Aktuator. Da wird es angeschlossen und die Elektronik, das Electronic Board, die das Ganze steuert, die von der Batterie gespeist wird, von jeder Batterie, unabhängig welches System. Mhm. Also die Teile, die sind relativ klein tatsächlich, auch zum Teil jetzt röhrenförmig ausgelegt, damit man es natürlich irgendwo in den Rahmen verstecken kann. Ist es so, dass man damit theoretisch jedes Fahrrad ausrüsten könnte? Also jedes E-Bike in dem Fall? Nicht nur theoretisch, sondern praktisch jedes E-Bike ist damit ausrüstbar. Mhm. So wie du es richtig gesagt hast, es ist rund geformt, weil es schon Hersteller gibt, die den Aktuator und die ganzen Teile im Oberrohr integriert haben, also in normalen Fahrrädern. Ja. Wir sind derzeit der einzige Hersteller, der es für Lastenräder anbietet. Da könnte es natürlich theoretisch eine andere Form haben. Mhm. Es sind aber die gleichen Produkte, die wir eben hergenommen haben. Es wird bloß vom Algorithmus anders berechnet. Das heißt, die ganze elektronische Einheit hat eine, sage ich jetzt mal, ein anderes Gehirn drinnen, wie in einem normalen Mountainbike oder einem normalen E-Bike. Ja. Ja. Okay. Und wir gucken uns jetzt nochmal an, wo diese Teile, die du uns jetzt hier gerade gezeigt hast, hier bei diesem Fahrrad verbaut sind. Also das Human Machine Interface habe ich euch schon gezeigt. Das ist hier am Lenker. Das ist im Grunde das Einzige, was man beim Fahren auch sehen muss. Alles andere. Und hier ist das tief natürlich, ja, genau, tief unten drunter. beim Duce ist es hier der Vorteil, dass wir die ganzen Kabel sehen können und sehen, verfolgen können. Und dann sehen wir, dass es sich da unten befindet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, jetzt könnt ihr das sehen. Hier seht ihr dann diese ganze, den Aktuator. Und da oben, da hinten, da wo die Kabel reinlaufen, da seht ihr dann die Schaltelektronik. Also alles hier unter der Box versteckt. Und wenn man das als Fahrradhersteller natürlich proprietär irgendwie einbauen möchte, dann gibt es ganz andere Möglichkeiten, um das irgendwie zu verstecken und in den Rahmen zu integrieren. Ne? Das ist jetzt keine Lösung, die integriert ist im Fahrrad. Sie kann aber ohne weiteres ins Fahrrad integriert werden. Ja. Dann arbeiten wir als Hersteller natürlich mit dem Fahrradhersteller zusammen, der dann sagt, in seiner Box vorne drinnen, er macht unten den Boden rein, er macht ins Rohr rein. Das Duce hätte große Rohre, da könnte man es reinmachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, soviel zu dem technischen Teil, wie das aufgebaut ist, welche Teile da sind. Also ihr seht, 5 verschiedene wesentliche Teile. Das ist relativ überschaubar tatsächlich. Und wir wollen uns jetzt mal diese beiden Räder schnappen, sowohl das Urban Arrow als auch das Duce, und eine Reihe von Tests machen. Hier ist die Teststrecke. Wir werden das einmal leer testen, einmal mit Beladung. Und hier könnt ihr dann sehen, dass ich die beiden Mitarbeiter von mir mitgenommen habe. Die wiegen insgesamt gute 30, 35 Kilo und sollten natürlich das Bremsverhalten von so einem Lastenrad nochmal deutlich verändern. Wir bauen jetzt aber erstmal um und dann sehen wir uns gleich wieder beim Fahrtest, beziehungsweise Bremstest in diesem Fall. Was wir jetzt machen werden, wir haben hier diese Linie, hier unten, und bei der werden wir jetzt dann erstmal voll in die Eisen gehen mit beiden Rädern. Und ich gehe mal zu dem ersten Rad. So, der allererste Test. Leeres Lastenrad. Blue Brake ABS ist eingeschaltet und wir bremsen gleich nur mit der vorderen Bremse, also nur mit der linken Hand. Die rechte Hand hat Urlaub, die werde ich hier so fest umgreifen und dann legen wir mal los, beschleunigen auf 25 km/h.
Ja, sehr interessant. Also das Gefühl beim Bremsen ist wirklich genauso wie beim Auto bei der Notbremsung. Hier beim Lastenrad ist es jetzt natürlich so, dass wir nur mit der vorderen Bremse gebremst haben, die mit dem leeren Fahrrad nicht so viel Power hat wie die hintere Bremse oder wenn wir beide Bremsen gleichzeitig verwenden würden. Deswegen ist der Bremsweg jetzt natürlich relativ lang. Aber ich hatte die ganze Zeit die Kontrolle, auf jeden Fall. Und man kann hier die Bremsspur sehen und immer mal wieder so ein bisschen sehen, wo die tatsächlich gebremst hat und wo es gerollt ist. Und das ist ja der Sinn und Zweck von so einem ABS, dass es bremst, rollt, bremst, rollt, bremst, rollt, bremst, rollt. Wir werden uns jetzt mal das Urban Aero schnappen und den gleichen Test mit leerem Rad machen. Und ich hoffe, dass ich nicht stürze. Das Rad dürfte euch bekannt vorkommen, diejenigen, die meinen Kanal schon länger sehen. Beschleunigung auf 25 km/h und nur mit Linksbremsen. Los geht's. Also ich habe ja schon einiges gemacht mit so einem Lastenrad, aber das war schon krass. Ich sag Respekt. Und ich übertreibe das gerade jetzt wirklich nicht. Mein Herz rast wie sonst was. Also allererste Regel ist immer, beide Bremsen verwenden. Ihr habt das gesehen. Ich war all over the place. Überall sind die Bremsspuren. Ich habe zwischendurch auch losgelassen, die Bremse, damit ich mich eben nicht irgendwo hinlatze, sondern damit das Fahrrad einigermaßen unter Kontrolle bleibt. Und da war das mit der Blue Brake ausgestattete überhaupt kein Problem. Also echt krass. Ich bin gerade... Ich zeige das Video nicht meiner Frau. Wir machen das nochmal. Und zwar mit Beladung vorne drin, weil wir dann etwas mehr Last auf dem Vorderrad haben und mal sehen, wie das dann wirkt. Für den Test werde ich bei dem Urban Aero aber definitiv den Sattel ein bisschen runter machen. So, nach dieser Erfahrung mit dem unbeladenen Urban Aero da vorne, haben wir jetzt mal die beiden Säcke hier vorne reingeladen, meine beiden Mitarbeiter, und wir machen den gleichen Test nochmal. Wahrscheinlich wird sich der Bremsweg verlängern und mal sehen, wie das ABS das jetzt diesmal macht. Wiederum nur mit der linken Bremse, also mit der vorderen Bremse, und wir beschleunigen wieder auf 25 km/h. Ui, Gang zu hoch, Gang runter. 25 km/h und hat sogar fast besser funktioniert als beim Test eben mit der unbeladenen Bremse. Aber na ganz natürlich, wir haben jetzt hier mehr Gewicht vorne und das gleiche Gewicht auf dem Hinterrad, sodass die Bremse beladen besser funktioniert. Und genau der gleiche Effekt, den wir eben schon mit der Blue Brake gesehen haben. Dieses ABS-Gefühl, so ein Pumpen beim Bremsgriff. Und eben ist das Rad hier zum Stehen gekommen. Hier können wir das sehen mit dem Vorderrad. Jetzt ist es einen guten Meter, 1,20 Meter früher zum Stehen gekommen. Das, würde ich sagen, war erfolgreich. Das hat gut geklappt. Und jetzt, todesmutig, wage ich mich auf den zweiten Test mit dem Urban Aero, den Sattel ein bisschen runterstellen, damit ich leichter mit den Füßen auf den Boden komme. Danke! Er hat mir gerade viel Glück gewünscht. So, zweiter Test jetzt mit dem Urban Aero. Jetzt beide Säcke hier vorne drin. Das sollte das Ganze noch mal ein bisschen verändern. Wir bremsen wieder nur mit links und beschleunigen auf 25 km/h. Ich sitze jetzt deutlich niedriger als beim ersten Test, um das ein bisschen abfedern zu können. 25 km/h und... Aber was sagst du? Ich habe das doch gemeistert wie ein Profi, oder? Erste Erkenntnis. Der Bremsweg ist wiederum länger ohne ABS als mit ABS. Diesmal ist der Unterschied nicht ganz so signifikant, weil es auch deutlich einfacher steuerbar war, dadurch, dass hier diese beiden Säcke für mehr Gewicht auf dem Vorderrad gesorgt haben. Aber das Vorderrad hat natürlich trotzdem blockiert, ist trotzdem gerutscht. Ich war trotzdem, musste mich ausgleichen, ich musste die Beine rausstrecken, damit ich nicht einen Abflug mache.
Und hier könnt ihr das hier auf der Strecke sehen, dass, dass sämtliche Unebenheiten irgendwie mitgenommen wurden. Und das war einfach keine angenehme Erfahrung. Immer beide Bremsen verwenden beim Fahren. Immer aufmerksam sein. Erstmal rechtzeitig bremsen. Auch bei dem Rad, das mit dem ABS ausgestattet ist. Immer frühzeitig bremsen. Immer bremsbereit halt mit beiden Bremsen. Soll es aber trotzdem mal sein, dass ihr nur die linke Hand am Lenker habt, aus welchem Grund auch immer, und nur vorne bremsen könnt, das ist mit dem ABS wesentlich leichter zu steuern. So, der letzte und abschließende Test, der letzte Test ist, dass wir mal ausprobieren, wie sich das Fahrrad in der Kurve verhält. Ich brauche euch, glaube ich, nicht zeigen, wie sich das Urban Arrow in der Kurve verhalten würde, wenn ich da vorne irgendwie härter bremse. Da lege ich auf der Schnauze. Hier könnte das Ganze ein bisschen anders aussehen und das testen wir jetzt mal. Ich fahre mal los. Also da sieht man schon, wie sehr Belastung vorne auf dem Vorderrad das Ganze verändert. Ich kam bisher nicht in die Position, dass wirklich das ABS so richtig reindrücken musste. Aber als es dann hier so über diese Unebenheiten ging, da hat das ABS dann gegriffen und mich weiterrollen lassen. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht gestürzt. Wir probieren das nochmal und ich ein letztes Mal und ich gebe so viel wie ich kann auf der linken Hand auf der Bremse. Schauen wir mal. Ich stehe noch, beziehungsweise fahre noch. Es ist trotzdem angsteinflößend. Wenn man einfach nur mit einer Bremse bremst, egal ob mit oder ohne ABS, ist trotzdem furchteinflößend. Aber es hat mich stehen lassen. Man hat mehr Zeit zu reagieren und mehr Zeit, um einfach nochmal gegenzusteuern, nochmal zur Ruhe zu kommen. Und mein Puls ist auch längst nicht so hoch, wie wenn mir das mit dem Urban Arrow passiert wäre. Ja, vielen Dank, Herwig, dass du mir diese tolle Innovation gezeigt hast. Das war wirklich, ich muss wirklich sagen, ein Augenöffner. Ist das jetzt die Zukunft des Bremsens? Und ich würde sagen, für einige Bereiche definitiv. Wir haben ja gesehen, dass die Trommelbremse irgendwann abgelöst wurde, aber nach wie vor bei manchen Fahrrädern verbaut wird, nur nicht mehr bei schnellen Lastenrädern zum Beispiel. Und wir haben auch gesehen, dass die V-Brake, die sehr gut funktioniert, das sind eine super Bremsen, aber auch die wurde irgendwann abgelöst durch die Scheibenbremse bei bestimmten Fahrrädern. Und auch V-Brakes werden nach wie vor an Fahrrädern verbaut, gar keine Frage. Wird es irgendwann Lastenräder, auch hochpreisige Lastenräder, Pedelecs ohne ABS geben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird einer der neuen Standards im Lastenradbereich sein, zumindest bei den hochwertigen, bei den Premium-Lastenrädern. Denn der Sicherheitsgewinn ist wirklich sichtbar und auch erfahrbar, so wie ihr das jetzt eben auch gesehen habt. Das hat mich echt erstaunt und muss wirklich sagen, dass mir das so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Egal, ob ein Rad jetzt mit ABS oder ohne ABS ausgestattet ist, egal ob mit Scheibenbremsen oder mit welchen Bremsen auch immer, nutzt immer beide Bremsen und seid immer aufmerksam, versucht euch auf den Verkehr zu konzentrieren. Und wenn ihr nicht die Situation hundertprozentig einschätzen könnt, auch nicht einhändig oder gar freihändig zu fahren. Das ist einfach meine Sonntagsweisheit von der Radlbande jetzt. Auf jeden Fall muss ich mich bei dir bedanken, dass du den weiten Weg hierher gemacht hast, mir das einmal gezeigt hast. Und auch vielen Dank an Bluebreak für die Unterstützung dieses Videos. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch ein Eis auf den Schock, oder? Ja, was sagt ihr zu dieser neuen Technologie? Findet ihr, dass ABS notwendig ist für Lastenräder oder für Pedelecs oder für Speed-Pedelecs oder Mountainbikes? Schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.